Wie viel denn noch? Wann kommt denn endlich nochmal Gold? Oh. Ich will auch mal Gold haben. Kann hier nicht mal weg. Ein Hermesstab. Ein fein gearbeitetes Artefakt aus einer großen Katastrophe. Ist das dann nicht Griechenland? Kann hier nicht mal weg. Was ist das denn hier für ein weißes Licht? Eine goldene. Sag mal. Kann ich weg? Oh. Normalerweise hast du ja doch diesen Pfeil. Ich hatte keinen Pfeil. Manchmal ist dieses Spiel ein bisschen seltsam. Der Pfeil ist wieder weg. Ich habe keinen Pfeil. Okay, eins, zwei. Dann hätten wir alles. Das sind ja die... Okay, eine Leere, ne? Hier ginge auch nicht. Ein abdrängiger Planet weit weg von zu Hause. Hier, das ist auch einer, der nicht geht. Die Ermittlungen liefert keinen neuen Anhaltspunkt. Die mit diesen weißen Gefimmel da, ne? Das sind, glaube ich, die ich untersuchen kann. Ne? Ein goldener Schimmer sticht an einem klaren Nachmittag ins Auge. Was passiert dann? Die Winterwinde wehen, während sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne bewegt. 23,5 Grad axiale Neigung führen zu einem Planeten, der sich aus Respekt vor seinem Stern beugt und die ferne Himmelssphäre mit tiefen Schneebänken und eisigen Strömen einfriert. Aber mit der Zeit wird sich jede Hemisphäre zur Sonne hinneigen. Punkt. Teilungswärme wird eine Hemisphäre erwärmen, während die anderen gefrorenen Atemzüge ausatmen. Ohne den Verfall des Herbstes oder das Absterben im Winter gäbe es weder ein hoffnungsvolles Aufblühen im Frühling noch eine Blüte im Sommer. Die seltene Erde-Hypothese besagt, dass die Evolution nicht ohne solche umweltbedingten Probleme stattfinden kann. Die axiale Neigung, die die Jahreszeiten hervorruft, die tektonischen Platten, die zusammenstoßen und die anderen zyklischen Kräfte des Planeten treiben das Leben durch Wiedergeburt an. Könnte ich bitte wieder meinen Pfeil haben? Wäre dir sehr verbunden. Jetzt geht es wahrscheinlich um Jahreszeiten, ha? Oder? Winter. Der Herbst. Ich hab keinen Bock mehr. Regnet? So. Nee. Hä? Na? Das war ja süß.
Okay, Frühling. Herbst? Wir haben den Herbst. Warte mal. Winter? War das jetzt der Frühling oder war das jetzt der Sommer eben? Das ist irgendwie. Das ist der Winter. Hatten wir gerade den. Ich bin nicht verwirrt. Tauen. Steht hier. Okay. Huh? Ja, tschüss. Hallo Mensch. Das Holz, Wasser, eine Pflanze und ein Bottich. Wahrscheinlich Tee. Eine zerbrechliche Tasse aus Porzellan, zurzeit leer. Okay, ich muss das wahrscheinlich sammeln. Hä? Was ist mit mir los? Aus, ist so cool. Hier. Aus wie so Scheinwerfer, die gerade am Flackern sind. Habe ich hier gerade Holz? Hier Holz? Oh, na, oh. Das war ein Prank. Okay, danke. Okay, danke. Ah, so. Wow, 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 wow. Ich habe absolut gar keinen Pfeil mehr und das macht mich nervös. Holz? Holz? Da ist Holz. Ich habe Holz. Überreste eines uralten Baumes leicht im Brand zu setzen. So, jetzt brauche ich eine. So. Warte mal, wo ist jetzt mein Mauszeiger wieder? Jetzt ist er komplett wieder weg. Also, was ist das denn jetzt hier? Okay. Hallo Fisch, hi. Kann ich... Ich dachte, ich kann Wasser mit holen. Oder, warte mal, war das schon voll? Ich weiß es ja. Bitte, sind sie plumpst. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Mauszeiger? Ich kann die Person nicht ansprechen.
Irgendwo muss doch noch ein Wetter geben. Für Glücksspiele. Alte Laster bringen lebhafte Erinnerungen an die Vergangenheit zurück. Werde ich schon wieder trinken? Ja. Hallo? Ich habe nur diesen Punkt. Ich habe nur diesen Punkt als Mauszeiger. Ah! Da. Der Arm sein Besitzer. Hey. Hä? Hallo? Wohin gehst du? Geht einfach ohne was zu sagen. Warte mal, die Hand bewegt sich. Goldmünzen, die ins Auge fallen. Nicht hilfreich. Entweder einfach war nur ich lauf gegen Wasser. Da lang? Wow! Oh. Ja gut, ich gehe mal wieder zu dem. Ja. Oh. Okay. Da geht schon wieder weg. Ich muss gleich mal einen Neustart machen, glaube ich. Weil das nervt richtig, dass der Mauszeiger nicht da ist oder dass er halt zu klein ist. Hallo? Hä? Ah. Mir fehlt noch ein Pflänzchen, aber wo finde ich das? So, war der Eimer Wasser schon voll.
Vielleicht irgendwo da am Anfang. Oh mein Gott, ja, hallo? War ich hier drüben schon? Ja, oder? Da kam ich doch auf diesen Berg mit der abgetrennten Hand, oder nicht? Jo. Aha. Okay, geil. Alter! Nicht da irgendwo lang, ne? Nee, ich nicht. Wo ist denn dieses Ding? Ich kann da nicht lang, scheiße. Blöd. Hat ihre Farbe geändert. Die hat ihre Farbe geändert. Hat einen Mantel an. Wo ist denn jetzt? Gehen nochmal. Oh, oh. Was ist das? Eine einfache, aber charmante Puppe. Hä? Ein leeres Tintenfass. Toll. Und was war das jetzt? Okay, aber ein Werkzeug.
Ja, das Tintenfass. Das Tintenfass. Halt! Eine kleine Tasse immer begleitet von Teeblättern. Oh. Teeblätter, mit ihnen lässt sich die Zukunft erahnen. Also was trinken? Belasten. Zurück. Warte mal, ist Holz weg? Oder an? Oder Sonne ist weg? Oder? Okay. Oh, die Person ist da. Okay. Bitte schön. Fragmente einstmals wertvoller Besitztümer anstelle von nicht bezahlten Steuern genommen. Oh. Poetische Worte, eine Ablenkung der Arbeit. Es gibt kein Entkommen. Ich muss auf gefallenen Blätter treten, um diesen Weg zu gehen. Suzuki Masayo. Okay. Trinken wir jetzt Tee? Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Nein! Typ, was machst du? Huh.
Deine Zeit ist abgelaufen, Bruder. Gehört das ihm? Warte mal, muss ich wieder was tun? Ein zerbrochenes Opferntablett, blutbefleckt, die vom Frühlingsregen reingewaschen wurden. Zerstörtes Kinderspielzeug. Die Sommersonne hat die Farbe ausgegleicht. Frühling, Sommer, Herbst. Der Schädel duften nach dem Verfall des Herbstes. Und jetzt Winter. Okay. Zeremoniebecher für Diskussionen über den Frieden beim Wintertee. Okay, die Jahreszeit. Hallo. Ah, ist das das Goldene? Was? Warte, was? Warte, was? Warte, ich zieh mir gerade eine Jacke an, weil die das ganze Puh, hat mir es kalt gemacht. So. Krieg ich das da wieder? Eine Tasse, die zerbrochen und neu gemacht wurde. Die Risse enthüllen ungesehene Muster. Neue Linien der Untersuchung blühen auf.
go. Ab nach Hause? Wir müssen Miss Masse retten. Wir haben doch jetzt Gold. Aber was ist... Haben wir nicht noch ein Tor? Hä? Hast du das schon? Nein, wir haben doch noch ein Tor.